Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs, wir spielen immer noch The Witcher Enhanced Edition und Geralt fummelt mit einer Axt rum. Jo, so im letzten Part haben wir hier aufgehört im Druidenhain und mit Irwin geredet, aber irgendwie hat er sich inzwischen während meiner kurzen Aufnahmestopppause verpieselt. Wo ist er hin? Ja, dieses Gespräch wollten wir nämlich jetzt fortsetzen. Ich habe bemerkt, im letzten Part ist mein Sound ein bisschen unsynchron geworden am Ende, also der Game-Sound mit dem Game-Bild. Ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, warum das passiert, aber das Problem hat die X-Story momentan irgendwie öfter. Ich hoffe mal, ich kriege das irgendwie zusammengedödelt. Da ist er ja. So, wir quatschen jetzt erstmal mit dem weiter. Guten Tag. Ey du, hör auf den Baum zu knutschen, rede mit mir. Windblade. Hallo. Hast du Arbeit für mich, Junge? Habt ihr Arbeit für mich? Ich habe eine Mission für euch, die nicht unbedingt etwas mit dem Freiheitskampf zu tun hat. Das ist doch gut, da steht drauf. Irwin, kommt zur Sache. Wir haben erfahren, dass die Ruinen eines Elfentempels in den Kloaken unter Visima entdeckt wurden. Nicht weiter überraschend, wurde die Stadt doch auf elfischen Fundamenten errichtet. Wir vermuten, Lara Dorren könnte dort gewesen und etwas hinterlassen haben. Wer? Das erfahrt ihr, wenn ihr eure Hilfe zusagt. Ich schickte eine Einheit hinab. Habe aber nichts von ihr gehört. Findet heraus, was passiert ist. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wunderbar. Selbstverständlich. Ich würde jetzt gern über Lara Ich würde hören. Gern mehr über Lara hören. Lara Dorren Aheb Shiadal war eine Elfenzauberin. Eine Ahen Severne, eine Wissende. Sie hatte Hen Ichaer, älteren Blut in sich, was sogar uns Elfenrätsel aufgibt. Das Schicksal wollte, dass Lara sich in einen menschlichen Zauberer verliebte, Krenigan von Loth. Andere Menschen ertrugen das nicht und verfolgten die beiden. Sie wurden zu Ausgestoßenen, von allen gemieden. Kein Flehen konnte die steinernen Herzen der grausamen und gnadenlosen Däune erweichen. Als Lara, die nicht für sich, sondern für ihr ungeborenes Kind um Gnade flehte, sich an der Tür der Kutsche des Königs festhielt, hackte ihr ein Landsknecht auf dessen Geheiß die Finger ab. Sie floh aus der Stadt, suchte Zuflucht in einem Wald. Als die Nacht hereinbrach und Frost aufkam, brach Lara auf einem Hügel zwischen den Bäumen zusammen. Sie gebar eine Tochter, die sie mit dem bisschen Wärme beschützte, welche ihr sterbender Leib noch besaß. Obwohl die ganze Nacht ein Schneesturm wütete, kam auf diesem Hügel plötzlich der Frühling und Fianevet erblühte. Noch heute wachsen diese Blumen nur in Dol Blathana und dort, wo Lara ihr Leben aushauchte. Begreift die Bedeutung dieser Artefakte für uns. Sie war außergewöhnlich. Jemand, dessen Verlust man nicht in Worte fassen kann. Ganz gleich in welcher Sprache. Okay, ich werde mich darum kümmern. Lebt wohl. Ja, das war aber freundlich. Lebt wohl. Ihr haltet Schlüssel. Irwin hat mich, seine Männer in den Kloaken von Visima zu unterstützen. Okay, wird gemacht. Gibt's jetzt hier irgendwo so ein... Bevor wir nämlich die Männer unterstützen, werden wir jetzt gerade noch mal kurz an einem Lagerfeuer halten. Das ist die nackte. Was guten Tag. Ist weißer Wolf? Nix. Noch mal gerade ein paar Schwalben zu uns zubereiten. Denn ich habe gemerkt, irgendwie kriegt man jetzt doch mal langsam auf die Fresse. Es wird Zeit, dass wir uns mal ein neues, besseres. Da. Ausrüstungswams, irgendwas Dingens organisieren. Hier, lass mich mal ein paar Schwalben machen, bitte. Oh, mir fehlt Grundstoff. Das ist schlecht. Oh nein, das ist gar nicht gut. Okay, wir werden einfach... Das fühle ich mich sehr ungut. Ja, mach mal hier 0 Minuten. So, gut. Wir sammeln mal auf dem Rückweg wieder Zeug ein. Weiße Myrten und so. Wir müssen mal ein bisschen pflücken hier. So, ich gucke jetzt gerade mal nach dem nächsten Portal. Irgendwie... sehe ich keine Orte der Macht mehr auf der Karte. Ach, was soll's. Dann fahren wir mal schön mit dem... mit ihm hier, mit unserem Liebling, mit dem Fährmann. Wir wollen ja auch nicht jetzt hier, dass er bankrott geht. Man muss ja die lokalen Angebote nutzen und unterstützen, deswegen fahren wir jetzt Fähre. Und auf dem Weg dahin pflücke ich alles, was man pflücken kann, was sich in Nähe des Weges befindet, weil ich keinen Bock habe, gegen diese riesigen Fettviecher zu kämpfen, die einem den Arsch aufreißen. Mieswurz. Ich glaube, uns fehlt einfach nur Alkohol als Basis. Also richtiger Alkohol, ordentlicher, starker Alkohol. Mischelkraut, nehme ich alles mit. Jabidaut. Noch eine
weiße Myrte. Die nehme ich noch mit. Alles andere ist mir zu weit im feindlichen Gebiet. Was war hier noch? Eine Holztruhe. Oh, was ist denn da hinten los? Die habe ich noch nicht gesehen. Versteckt hier jemand sein Zeug? Oh, rostiges Schwert. Na toll. Aber Geld. Und Diamantenstaub erhöht zugefügten Schaden um 40%. 40%. Oh, das war mal nett. Das können wir auf unser Silberschwert hauen. Wie lange hält das? Cool. Achso, wir nehmen das erstmal und ja. Ganz entspannt. So, wo ist denn der Staub? Diamant. Oh, das scheint irgendwie nicht ewig zu halten. Dann heben wir es noch auf, bis es soweit ist. Oh geil, wenn wir mit Diamantstaub fertig machen, ist ja irgendwie auch cool. Das kann auch nur schmerzhaft sein. Kleine, spitze Steine. Die dir durchs Fleisch schneiden. Wie unangenehm. So, das nehmen wir auch noch mit. Ja, ist Wahnsinn, ne? Nächste Akt und wir laufen wieder durch den Sumpf. Es ist unglaublich. Oh nein. Ertrunkene Idioten. Nein. Och nö, ne? Vergiss es. Kein Bock auf euch. Ich hau ab. Aua. Geralt, aua. Lauf, Geralt. Lass dich nicht. Die tun mir weh. Einfach ignorieren. So, hier noch weiße Mütze. Und überall liegen hier Leichen rum, ey. Wenn ich so Dorfbewohner, oh Gott, Bewohner dieses Sumpfes wäre, ich würde mich nicht so wohlfühlen. Überall Leichen, diese komischen Riesendinger da. Alter, was ist denn jetzt schon wieder? Keine Zeit für euch. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch noch mit. Sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Ich glaube schon. Den Sumpf müsste ich ja inzwischen eigentlich auswendig können. Mhm. Dödelöd. Hier gibt's Hundspetersilie, die nehmen wir auch noch mit. Na los, looten! Geralt, Mann. Ach, dann halt nicht. Geralt hat keinen Bock, Sachen zu pflücken, während er von hinten angegriffen wird. Das kann ich nicht nachvollziehen. Oh, hier ist ein Ort der Macht. Ich glaube, ich muss sie erneut aufdecken, so wie das hier aussieht. Na los. Ach, Geralt kann nicht, während er hier im Kampf ist. Nicht mit einer Axt. Ach komm, für Mr. Minizins. Na los. Mr. Minizins, du siehst, ich kann mit Äxten nicht umgehen. Insofern werde ich doch auf das Silberschwert wechseln, wenn es nicht zu schlimm für dich ist. Jetzt Geralt, mach fertig die Sau. Darf ich jetzt den Ort der Macht benutzen? Ausgezeichnet. Geralt? Oh. Ich dachte, wir könnten uns von da teleportieren. Aber nein, das können wir gar nicht. Wir können uns nur von Vaskars Schrein teleportieren. Der ist aber auch gleich da vorne. Ich glaube zumindest, dass das ging. Na, wir werden es ja gleich feststellen. Wenn es nicht geht, dann wissen wir, dass es nicht geht. Das war Vaskar. Guten Tag. Darf ich in dein Haus rein? Darf ich? Oh, 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 oh. Oh ja, wir dürfen. Wir dürfen uns durchbuggen. So, ihr betet hier das schön. Dieses Ding mit den vier Brüsten an. Hier ist gar kein Ding. Ach komm, wir fahren jetzt mit dem Fährmann. Ich habe keine Lust mehr. Fährmann ist cool. Der freut sich. So, yeah. Wir haben den schon länger nicht mehr gesehen. Guten Tag. Es ist ja so gut, dass es regnet. Ich finde das auch total toll, dass es regnet, wenn die Klamotten nass ist, voll ätzend und klamm. Super Sache, super Sache. Oh je, was ist denn hier los? Herr, Carmen, was machst du denn hier? Ich musste herkommen. Was ist los? Ich kann's nicht sagen. Ihr seht bekümmert und verängstigt aus. Ja. Vielleicht kann ich helfen. Aber ihr müsst mir schon sagen, was los ist. Mein Mann, er ist krank. Ich muss ihm helfen, bevor es zu spät ist. Er ist ein Werwolf. Ich fürchte, dass man ihn tötet. Einen Werwolf tötet man nicht so leicht. Ja, das stimmt und wohl. Und Hexer töten auch nicht jedes Ungeheuer. Wann immer möglich, heben wir Flüche und Zauber auf. Wie wolltet ihr eurem Freund helfen?
Die dicke Sophie meinte, dass die Droiden vielleicht einen Trank haben, den ich kaufen könnte. Gut möglich. Hexer? Der Sumpf ist zu gefährlich. Ich werde das für dich machen. Der Sumpf ist zu gefährlich. Ich werde die Droiden nach einer Medizin für euch fragen. Hab Dank. Ich warte daheim, in dem Gebäude gegenüber der Taverne im Elendsviertel. Alles klar. Die Schöne und das Biest. Das muss ich mir gleich mal auf meiner Liste nachher noch zurecht machen. Da ist es auch schön. Da mache ich mir gleich mal einen Pfeil ran, dass wir den auch gestartet haben. Wir wollen ja nichts auslassen. Ich habe mir wieder meine Questliste ausgedruckt, damit ich wenigstens weiß, wo es Quests gibt. Was wollt ihr? Ich möchte wieder auf die andere Seite. Again. Ja, hier. Ich glaube, ich habe bei dem echt schon Tausende gelassen. Kann's losgehen? Ja. Sonst fahre mich über den Sumpf. Verdammter Mist. Duppi, duppi, dupp, dupp, du. Ja, aber letztes Mal ist, glaube ich, nicht genieselt. Das macht also insofern schon einen Unterschied. Und das Wegfahren geht auch schneller als das Hinfahren. Und hin teleportieren wir uns nur noch, dann lübt das. Wir können uns ja auch vom Turm wieder zurück teleportieren, aber zum Turm zu laufen ist ätzend. Ich hasse den Turm. Ich hasse ihn, auch wenn er schön aussieht. Deich. Los. Wir haben doch keine Zeit. Danke, ne? Hast du fein gemacht, wie immer. Ich fühle mich geborgen und gut. So, wir müssen jetzt irgendwo in die Kloake, wenn ich mich noch recht entsinne. Wir gehen aber vorher noch einmal kurz beim haarigen Bären nach Alkohol gucken. Und gegebenenfalls dann nochmal da schlafen, um Tränke zu brauchen. Weil so ohne Schwalben fühle ich mich doch ein bisschen ungut. Muss ich zugeben. Und ich glaube, mir fehlt nur Alkohol zum Brauen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das wird es sein. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wer wohnt eigentlich bei Raimund jetzt im Haus, ey? Der ist ja nicht mehr da. Tür zum Haus des Zahnarztes, ja, weiß man ja Bescheid. Den besuchen wir auch noch. Und schon wieder sind wir hier. Unglaublich. Aber keine Angst, bald geht's los. Wir müssen hier nicht mehr so viel machen. Viele Quests führen uns ja jetzt auch schon in das obere Gebiet. Insofern... Ach, Lübdat. So. Okay. Zeig mir mal mein Zeugs. Ja? Verdammt. Ja. Zeig mal, was ich hier so hab an Alkohol. Der sich als Grundstoff eignet. Wir halten ihn für den edelsten Wein. Okay, Wein. Steine. Wasser. Regeneriert Ausdauer. Es kann auch verkauft werden. Toll. Tafelwasser. Ja. Ne? Mehr kann ich da jetzt nicht zu sagen. Irgendwie fehlt uns Alkohol. Gut, wir werden es einfach mal so versuchen. Ich kann ja speichern. Ist ja kein Problem. Lass mich durch, Hund. Den Quest auch noch auswählen. Wie hieß der denn jetzt? Das ist ein Nebenquest, das weiß ich. Nur sekundäre Quest. Das verlorene Lamm? Nein. Schön und das Biest? Nein. Echos von gestern. Jerwin bat mich, seine Männer in den Kloaken von Visima zu suchen. Quest auf Karte verfolgen. Okay. Ich speichere jetzt gerade noch einmal. Immer mit der Angst, dass das Spiel sich vielleicht verabschieden wird. So, dann geben wir. Ja, reden ist nicht so einfach. Ich trinke mal noch einen Kaffee. Das wird sicherlich helfen. So, auf zu den Männern von Yevin. Hallo Hühnchen. Du bist lecker. Eines Tages werde ich dich essen. Aber nicht jetzt. So, wir müssen hier entlang in die Kloaken. Das ist ja gleich da unten. Wer bist du eigentlich hier? Alte Frau. Oh, ihr versteckt euch wieder vom Regen. Oh, es regnet. Oh mein Gott. Haben wir hier eigentlich schon so ein Dingens platziert? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir einfach mal rein hier jetzt. Eins nach dem anderen. Muss ich ja nicht übertreiben. Kloaken.
Auch hier sind wir wieder. Man glaubt es kaum, ne, dass man hier nochmal wieder landet. So. Oh mein Gott! Ertrunkener. Holen wir doch mal hier gleich mal so ein bisschen Metzeln hier. Schnauze hier, Dödel. Ihr seid irgendwie stärker geworden. Kann das sein? Ja. Ich hab das nur so im Gefühl. Gut. So, wollen wir mal hier looten. Jo, Gehirne sind immer gut. Hat einer von euch vielleicht Alkohol dabei? Ich bräuchte ein bisschen was davon. Gitterstäbe. Wo müssen wir denn lang? Ich komm mal gerade auf die Karte. Oh, das scheint neu zu sein. Tatsächlich. Gut, wir folgen einfach mal dem roten Pfeil. Das wird schon irgendwie werden. Wow, 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 wow. Guten Tag. Guten Tag. Zack, zack. Bei euch wird sich ja eigentlich auch schon der... Oh. Okay, der ist schon beim Abbrechen, ist er trotzdem noch zu Tode zusammengesackt. Was ist das? Oh, was? Los, 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 looten. Muss doch Gehirne mitnehmen. Okay. Oh, hübsch ist es hier. Der Gubbel. Dieses Licht. Unbekanntes Kraut. Wir müssen noch mal irgendwie, müssen wir mal wieder ein bisschen uns weiterbilden. Hat man davon, ne? Geralt, als Kleiner, nie aufgepasst in der Hexerschule, weiß von nix, ey. Oh, ich bin zu faul, jetzt auf den Gruppenstil zu wechseln. Das lohnt nicht. Wutz, mach euch so fertig. Na komm, Mehrfach-Kombo. Deine Augen leuchten sehr unangenehm. VVV. Noch mehr Überreste. Na, kriege ich die irgendwie zu fassen? Ne. Aber die... So, irgendwie bin ich jetzt auch verwirrt. Wir müssen hier lang. Okay. Fahren wir da mal weiter. Geralt, kommst du da hoch? Oh. Das hat er gut gemacht. Komm, gehen wir über das kleine Brett. Hier ist irgendwie Abfall. Ich habe das Gefühl, kommen wir nicht durch. Was höchst ungehalten macht. Wie kommen wir denn dann dahin? Ich bin verwirrt. Was geht jetzt schon los? Ich habe mich schon wieder verfranst. Vielleicht durch die Gitterstäbe. Abgeschlossen. Ja, dann halt nicht. Gut, hier geht das nicht weiter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Los, Geralt, hoch mit dir. Ich höre schon wieder Monsters. Wie kann das sein? Ja, Fledermäuse. Gehen wir mal hier lang, ne? Warum nicht? Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form irgendwas bringt, weil irgendwie... Ich habe das Gefühl, das ist die falsche Richtung, aber... Hey. Das scheint sich zu öffnen. Oh, hier ist mal die gleiche Kacke hier. Los hier, rauf! Ja, geht kaputt! Oh, oh, oh. Bei euch hätte es ja schon fast gelohnt, mal den Gruppenkampfstil anzuwenden. Das ist hier aber Ruhe im Karton. So, looten. Brauchen Gehirne, damit wir daraus Schwalben machen können, dass wir dann trinken. Köstlich. Gehirnsaft. V. Okay, hier noch irgendwas außer Gubbel und ein Stuhl. Wer hat denn den hier runtergeschmissen? Jo, ich brauch den nicht mehr. Ich hab den einfach in die Kanalisation geworfen. Kloaken-Seitenarm. Aha. Das ist also neu. Was ist denn das hier? Nachladepunkt. Hä? Was ist denn ein Nachladepunkt? Man weiß es nicht so genau. Ort der Macht. Führe das Ritual der Macht durch. Der Magie. Was gibt's denn hier Schönes? Eine Feuerstelle und Gitterstäbe. Und die führen mich... Wohin? Abgeschlossen. Da führen die mich, aber es sieht hübsch aus. So. Gut, dann gehen wir hier mal hier weiter lang. Ich guck mal gerade auf mein Timerchen. Nicht, dass das hier rum ist und so. Nein, wir haben noch 5 Sekunden. Ja, dann. Wollen wir mal gucken, ob er ein Geräusch macht. Oh ja. Gut, wie ihr gehört habt, ist der Part rum. Warte, dann gehe ich hier zu dem schönen Panorama und dann beenden wir das hier. Gut. Ich hoffe, wie immer, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Wir werden im nächsten Part dann weiter durch diese Kanalisation wandern. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Wenn ihr Kommentare und Anregungen habt, bitte unterlasst euch hier keinen Zwang. Postet alles nach unten in die lustige Box. Und wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal und bis dann, euer Blaufuchs.